Meine Nase ist ganz verstopft. Kein Problem. Ich habe Nasentropfen dabei, in Form von Eiern. Bitteschön. Na, einmal treffen. Hey, das kitzelt. Katztastisch, begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Ouch, Banjo-Kazooie, hier auf Katze. Oh weia, ich hätte mir irgendwo die Gummistiefel schnappen sollen. Stattdessen bin ich jetzt so übers Wasser. Aber es hat funktioniert. Besuchen wir jetzt unseren lieben Freund. Denn jetzt werden wir uns gleich verwandeln. Hallo Mumbo. Bevor es weitergeht, möchte ich mal ganz kurz hier nach oben. Denn da ist ein Jinjo. Und wie wir alle wissen, sind die Jinjos extrem wichtig. Jinjo, yay! Fehlt uns nur noch der orangefarbene. Okay, wir haben hier oben alles gefunden. Ich bin bereit für die Verwandlung, mein Freund. Bumerang! Und ich bin ein Walross. Banjo jetzt ganz dick und große Zähne haben. Oh, ho, ho, ho. Ja, ich bin jetzt dick und habe große Zähne. Ich finde allerdings, dass ich irgendwie ganz süß und klein bin. Yay, ein Walross! In welchem Videospiel kann man bitte einen Walross steuern? Ganz im Ernst? Gefühlt in keinem, oder? Ich bin ein Baby-Walreiser. Nein, ich bin ein Seemops. Punkt aus Ende, ich bin ein Seemops. Ah, was für ein süßes Pokémon. Okay, aber natürlich ist es kein Pokémon, sondern in dem Fall die Verwandlung von Banjo und Kazooie. Wie man unschwer erkennen kann, kann ich nur durch eiskaltes Wasser laufen, wodurch ich mir alle Noten dieser Welt schnappen konnte. Ja, tatsächlich alle 100 Noten dieser Welt gefunden. Applaus! So, wo fangen wir an? Wir können ja erst einmal darüber gehen, denn da gibt es die erste Aufgabe für Banjo als Walross. So, da sind wir. Wir können jetzt ein Wettrennen machen. Kollege Walross, Lust auf ein Rennen? Dann hüpfe auf den Schlitten. Ja, nichts lieber als das. Mal gucken, ob es direkt beim ersten Mal klappt mit dem Wettrennen. Super, jetzt musst du nur noch den Schlitten durch die roten Slalomstangen lenken und schneller sein als ich. Alles klar? 3, 2, 1, los! Okidoki! Also, einmal hier durch. Wettrennen. Schneller, schneller! Oh, momentan liegen wir vorne. Oh, der kommt, der kommt, der kommt. Wir müssen uns beeilen. Es gibt keine Turbo-Taste. Oh nein, der drängt. Ich glaube, der Bär Boggy möchte mich hier von der Piste verdrängen. Schnell, schnell, schnell. Nein, 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 nein. Weg da, weg da. Boah, du hast geschummelt. Na warte, dich überhole ich noch. Ich kürze irgendwo ab, wo man abkürzen kann. So, hoch mit uns. Wohey. Ja, ja, ich komme ja schon. Wie lustig der uns immer zuwinkt. Hey, wohey. Achtung, über die schmale Brücke. Oh, nein, nicht durchs Wasser. Oh, irgendwie kam ich durch die Brücke hindurch. Frag mich nicht, wie. So. Es sieht, glaube ich, noch ganz gut aus. Darüber. Nein. Oh, der hat mich fast wieder rübergeschubst. Nein, 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 nein. Schneller, gib dir Mühe. Oh, ich hol dich noch ein, ich hol dich noch ein. Schnell, schnell hochspringen. Ja, 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 Vorsicht. Nein. Wir sind fast am Ende. Vielleicht habe ich noch Glück. Spring, Banjo! Hab ich es doch geschafft, oder nicht? Doch! Wow, du bist gut in Form, Kumpel. Respekt. Das hier ist deine Belohnung. Ich suche mir einen schwächeren Gegner. Wow, das war jetzt echt knapp. Ich hätte nicht gedacht, dass das noch funktionieren wird. Aber nur, weil ich dann so komisch rumgesprungen bin, oder? So, Puzzleteil Nummer 7 bekommen. 3 fehlen uns noch. Eines davon kann ich nicht holen. Das bedeutet, aktuell fehlen uns nur 2. Oh, hier ist eines. Wow, noch ein Walross. Nimm das, aber nimm dich in Acht vor dem stinkenden Bär und dem doofen Vogel. Der meint dabei mich selbst. Also, er meint Banjo und Kazooie. Und hier drin ist, glaube ich, der letzte Jinjo, oder? Und hier ist auch noch der legendäre Eisschlüssel. Der aber nie wirklich umgesetzt wurde, sag ich mal. Hey Kumpel, schau dich in Wassershöhle ruhig ein wenig um. Oh, jetzt komme ich da nicht hoch. Ich
glaube, ich brauche Banjo, um da hochzukommen. Aber das ist schon okay. Hier gibt es ebenfalls noch Federn. Ein Lagerfeuer. Und hier ist auch nochmal irgendwas. Aber was war da nochmal? Also Puzzleteile sind da nicht, aber irgendetwas ist da versteckt. Schauen wir mal nach. Hier ist auch kein Cheeto. Vielleicht höchstens ein Extra-Leben, oder? Was anderes kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ah, eine Honigwabe. Also eine leere. Eine fehlt uns noch für ein Extra-Leben. Sehr cool. So. Zack, 9 von 9. Ja, die werden trotzdem mitgezählt, auch wenn man nicht sieht, wie viele man tatsächlich hat. Und dann können wir wieder zurück ins Eiswasser. Einmal hier durch, ja, das funktioniert so wunderbar. Trubidi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 bid
Ich möchte nicht, ich bin ein Weichei. Haha, du Weichei. Du, ist mir völlig egal, ob du mich Weichei nennst. Ich weiß für mich selbst, dass ich kein Weichei bin. Und daher kannst du sagen, was du willst. Es interessiert mich einfach kein Stück. Können mich so gerne auch alle Weichei nennen. Aber ich hab's geschafft. So, wo ist denn die Bodenplattform, um das Level zu verlassen? Hier. Also uns fehlt nur ein Puzzleteil, das holen wir aber nach. Das kann ich jetzt noch nicht holen. Die Bestleistung dieser Welt ist nun 100 Noten. Und wir werden jetzt als nächstes dann, kann ich schon mal verraten, weil wir das schon mal gesehen haben im Spielverlauf in dieser Videoserie, wir werden anschließend in die Wüstenwelt gehen. Ja, also alles voller Sand, alles super warm und, oh, hier gibt es auch nochmal die Turnschuhe. Kann ich mal aktivieren? Die Bodenplattform erscheint da. Aber ja, ohne Turnschuhe muss ich das auch erstmal so stehen lassen. Ich dann. Und hier gibt es erstmal nicht viel mehr für uns. Oben ist noch ein Puzzleteil. Das kann ich aber auch erst später holen. Ja, wir müssen uns jetzt vieles merken an dieser Stelle. Es gibt ein Puzzleteil da oben. Es gibt diese Flugplattform. Und es gibt das Puzzleteil für das Wettrennen gegen Boggy, den Eisbären. Die drei Sachen müssen wir uns merken für später. Vorher werden wir aber erst einmal hier reingehen, denn dort müsste das Bild für die Wüstenwelt sein. Aha, aha. Und mit 500 Musiknoten können wir so einige Türen öffnen. Ihr zittert ja wie Espenlaub. Macht euch besser aus dem Staub. Wir zittern doch gar nicht. Wir haben gar keine Angst vor dir. So, hier ist das Puzzle. Oh, das braucht aber viele Teile. Uiuiui, 9 Teile hat es gebraucht. Gobby's Valley. Und jetzt öffnet sich endlich das Tor. Wir können da reingehen. Gobby's Valley. Also Gobby's Tal. Und Gobby ist ein Kamel. So, und jetzt kann man sogar noch hier weiterlaufen. Und da ist nochmal eine ganz andere Welt. Aber ich würde sagen, das machen wir einfach später, wenn es für uns wichtig ist, wenn es relevant wird. In der Zwischenzeit machen wir ganz andere Sachen. Nämlich in die Wüstenwelt gehen. Das liegt doch klar auf der Hand. Njum, schon sind wir wieder hier. Dann müssen wir da durchlaufen. Und dann sind wir wieder in diesem Raum mit der Vase, genau. Und da gab es die Treppen, die nach oben führen zu Gobby's Valley. Doch vorher brauche ich noch die Gummistiefel. Sonst kann ich nicht durch Treibsand laufen. Okay. Oder durch heißen Sand. Ich weiß gar nicht, ob das Treibsand ist. Vielleicht ist es einfach nur heißer Sand. So, schön nach oben. Und da vorne wartet die nächste Welt auf uns. Was für ein starker Kontrast, oder? Am Anfang des Videos waren wir noch in der eiskalten Schneewelt. Und zack, sind wir in der heißen Wüstenwelt. Uiuiui. Und da ist ein alter, schöner Baum. Hier findest du einen weiteren Move, Banjo. Ja, den werden wir finden. Hier gibt es jetzt Honigwaben. Geschützt von Bienen. Ihr seht also, das Spiel wird schwieriger. So leicht kommt man nicht mehr an die Honigwaben. So, wie geht es dir eigentlich, mein lieber Baum? Ich bin Trunka, der durstigste Baum im ganzen Land. Ohne Wasser werde ich vertrocknen. Schön warm hier, oder? Kasui, meinst du, mit Eiern und Federn können wir ihm helfen? Nein, du dummer Bär. Ich brauche Wasser. Dringend. Na, ich bring dir Wasser. Aber nicht so schnell. Wir kommen auf jeden Fall wieder, mein Freund. Hier unten gibt es nur Eier. Ja, so traurig, oder, für den Baum? Der ist umgeben von Wasser. Allerdings scheint es so, als würden seine Wurzeln nicht bis zum Wasser reichen. Obwohl das normalerweise gang und gäbe ist. Schaut euch mal die Umgebung an. Sieht alles so verwurzelt aus. Naja, vielleicht sind das die Palmen drumherum, die das ganze Wasser abbekommen. Deswegen muss man die Palmen auch nicht gießen. Denn die Wurzeln holen sich eben das Wasser aus diesem Kreis in dem Fall. Gut, ich bin gespannt, was uns hier so erwartet. Die gute alte Wüstenwelt, die hat mir damals den Verstand geraubt.
weil ich es an manchen Stellen einfach sehr, sehr schwierig fand. Was ist das denn jetzt bitte für eine Hand? Hey, komische Mumienhand, hau ab! Autsch! Nein, 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 nein! Hier rutsche ich runter als Banjo! Hier kann ich nur als Kazooie nach oben. Na gut, nochmal hoch. Und diesmal bin ich bereit. Wo ist die Hand? Zeig dich nochmal. So, 2 Treffer braucht sie, dann ist sie besiegt. Okay, wir haben sie zu Salami verarbeitet. Sah echt so aus. Ich weiß nicht, das könnt ihr bestimmt bestätigen. Okidoki, 11 Musiknoten. Hier gibt es ein Tor. Sieht so aus, als könnte ich das nur mit Banjo betreten, was natürlich völliger Schwachsinn ist, da Kazooie immer mit dabei ist. Also ich kann Kazooie nicht vom Banjo trennen. Die 2 gibt es nur im Doppelpack. Aber das Tor kann man irgendwie anders aufmachen. Finden wir es gemeinsam heraus. So, jetzt brauche ich hier erstmal einen schönen Rückwärtssalto. Und hier ebenfalls. Wunderbar! Brauche ich hier schon die Flugplattform? Eigentlich ja nicht, oder? Nee. Ich schau mal ganz kurz oben nach. Hier, ach so, ja, 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 genau. Diese Statue hat Augen, macht aber nichts, sie ist freundlich. Und ich muss, glaube ich, auf die... Hallo, mein Freund. Ich muss, glaube ich, auf diese kleinen Plattformen, um ihr zu helfen. So, fangen wir erstmal da drüben an. Meine Nase ist ganz verstopft. Ja, hast du Schnupfen? Keine Angst, wir haben Medizin für dich. Wir haben Nasentropfen in Form von Eiern. Einmal schön in die Nasenlöcher rein. Hey, das kitzelt. Ja, tut das gut? Okay, mehr braucht er wohl nicht, aber das andere Nasenloch braucht auch noch ein bisschen, naja, Augentropfen, Nasentropfen, Eiertropfen. Bitteschön. Wie er niesen musste. Ah, das ist besser. Jinxys Nase ist wieder frei. Komm doch herein. Ja, da sagen wir nicht nein. Da kommen wir gerne mal vorbei, lieber Jinxy. Was gibt es denn hier drin zu entdecken? Whee! Es gibt Noten und einen magischen Teppich. Okay. Die sammeln wir gerne mal ein. Dü, dü, dü. Oh, die Musik ist so cool. Dü, 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 dü. Jetzt füttern wir den Kollegen mal. So, guten Appetit. Einmal gerülpst und schon geht es hier nach oben. Oh, ein orangener Jinjo. Dass du hier drin bist. Mit dir habe ich ehrlich gesagt gar nicht gerechnet. Ich weiß nur, dass es hier irgendwo ein Puzzleteil gibt. Na, gerade schießen. Ja, funktioniert wieder wunderbar. Njom, njom, njom. Jetzt kommen wir nach oben und können nun auf die andere Seite fliegen. Zack. Von hier aus dürfen wir wieder eine Statue mit einem Ei füttern. Ups, falsche Taste. Entschuldigung. So, jetzt. Njom, njom, njom. Nach oben und wieder rüber. Noch einmal rüber, dann haben wir es geschafft. Oh, bloß nicht runterfallen. Hier umdrehen. Und zack. Nom, 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 nom. Jetzt geht's nach oben und hier darf ich gleich fliegen. Wir haben es geschafft. Da ist das Puzzle für uns. Nummer 1. Das haben wir relativ schnell bekommen in der Wüste, oder? Oh, was willst du denn jetzt? 2 Treffer auch für dich, meine liebe Mumienschlangenhand. Und geschafft. Mumbo, Mumbo. Ikdam Bokdam. So, dann gibt es hier noch Musiknoten. Und hier drüben auch. So, dann verlassen wir diese Welt. Und, also nicht diese Welt, ich meine diesen Bereich. Wir verlassen das Innere von Jinxy. Und können unser Abenteuer hier in der Wüste fortsetzen. Doch wie wird es weitergehen? Bleibt katztastisch.